Ab wann wird eigentlich ein Wald als Wald bezeichnet? Und bis wann handelt es sich lediglich um eine Grünfläche oder eine Ansammlung einzelner Bäume? Diese Fragen beschäftigen seit einigen Jahren den Stadtteil Wilhelmsburg. Denn zwischen der Ernst-August-Schleuse und der Schlenzigstraße bietet der Wilde Wald auf ca. 8 Hektar einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und einen natürlichen Rückzugsort für Menschen. Entstanden ist der Wilde Wald nach der Sturmflut 1962. Auf den Luftaufnahmen aus dem Jahre 1975 erkennt man, wie schnell er gewachsen ist. Der westliche Abschnitt des heutigen Waldes war damals lediglich eine grüne Fläche mit einzelnen Bäumen. Das Besondere an diesem Wald ist, er ist entstanden. Es ist ein Pionierwald. Wir haben hier viel Pionierhölzer auch. Das heißt, es sind Bäume, Sträucher, die eben auf dem entsprechenden Grund wachsen können. Das ist kein aufgeforsteter Wald, sondern teilweise waren hier auch aus den Schrebergärten Sträucher. Aber wir haben hier viele Weiden und auch Pappeln und Birken. Das sind sogenannte Pionierhölzer, die sich dann einfach auch breit machen und wachsen. Mit dem voranschreitenden Klimawandel wird der Umwelt- und Naturschutz immer wichtiger. Insbesondere im dicht bebauten Hamburg-Mitte ist Grün rar. Der Wilde Wald ist der einzige Wald im ganzen Bezirk und der einzige Wald in ganz Hamburg, der vollkommen ohne menschlichen Einfluss gewachsen ist. Wir haben hier, 28 Vogelarten. Es sind auch welche auf der roten Liste. Das ist der Fitis, das ist der Gelbspötter. Viele Libellenarten, die hier auch brüten, haben wir hier. Auch viele Insekten haben einen Lebensraum im Wald gefunden und fördern so die Artenvielfalt. Doch es ist unklar, wie lange die Idylle noch bestehen bleibt. Geht es nach dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und der IBA, soll der Wilde Wald Neubauwohnungen weichen. Es sind hier ca. 1000 Wohnungen geplant mit Sportplätzen und vorne am Kanal. Da soll halt so eine Freifläche sein mit Treppe zum Wasser. Also einfach auch viel Flächenversiegelung. Teilweise ist hier auch Gewerbe geplant und es ist hier auch als eine Maßnahme, dass hier eine kleine Fläche eingezäunt werden soll, eben dann für die schützenswerten Vögel. Der Rest soll allerdings zum sogenannten Spreehafenviertel werden. Denn Wohnraum in Hamburg ist knapp. Die WaldretterInnen sind deshalb auch nicht gegen Wohnungsbau per se, sondern stellen die Sinnhaftigkeit weiterer Umweltzerstörung in Frage. Fakt ist, dass Stadtnatur neben den positiven Aspekten für das Klima wie einer natürlichen Kühlung auch zu einer Stressreduktion bei Menschen führt. Deshalb engagieren sich die freiwilligen WaldretterInnen gegen die Rodung des Waldes und für eine anderweitige Nutzung der Fläche, etwa als Naturbildungsraum oder Erlebnisstätte für Kinder. Das zuständige Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung war auf Nachfrage von Tide weder für ein Interview noch für eine schriftliche Stellungnahme bereit. 2024 soll das Vorhaben laut der IBA eine Vorweggenehmigungsreife erhalten, um mit der Erschließung des Gebiets zu beginnen. Und so kämpfen die WaldretterInnen weiterhin für den Erhalt des Wilden Waldes in Wilhelmsburg. Unter anderem unterstützen sie das Volksbegehren Rettet Hamburgs Grün, das die Rodung von Grünflächen, die größer als 1 Hektar sind, gesetzlich verbieten möchte.